Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Paper Mario. Mein Name ist Lukaszeit und letzte Folge haben wir den Boss des siebten Sternes, also im Kristallpalast, besiegt. Und naja, es war ein recht interessanter Kampf, also er ist schnell gegangen, obwohl er ziemlich schwierig ist unter normalen Umständen. Aber ja, es hat schon irgendwie funktioniert. Und in der heutigen Folge werden wir gegen die 100% da arbeiten, also verschiedenste kleine Sachen erledigen, wie zum Beispiel das Dojo. Ja, wie ich hab mir gedacht, wir fangen mit ein paar Kämpfer. Das sind ein paar Kollegen. Ein weißer Kämpfer weiß, dass es manchmal die beste Taktik ist, einen Kampf aus dem Weg zu gehen. Okay, ja, na gut. Ja, und man kann immer, ja, es passt schon. Das kann man übrigens auch relativ am Anfang machen, also das Ganze. Nur, dass man mit den etwas schwierigeren Kämpfen, dass das einfach schwierig ist. Keuch, Hust, Hust, ja. Ja, ist schön. Okay. Und, naja, wir fordern jetzt das Dojo heraus. Und, naja, das ist eben für sehr, sehr früh gedacht, dieser Kampf. Also werde ich dort sozusagen durchblasen. Aber Mario, jetzt kommt Chan. Ja, Chan, ich glaube nicht, dass du mir Schaden zufügen wirst. Also bin ich ganz ehrlich. Das ist Chan. Ja, okay. Max KP 15, Angriffskraft 2, Verteidigung 2. Ja, ist ganz normal. Und naja, es ist wie so ein kleiner Bussy Beetle oder so ähnlich. Und sei gnadenlos. Passt. Spring drauf ohne Ende und es wird schon funktionieren. Das simpel, oder? Und ja, was solche Attacken und er ist eh down, also machen wir das geschwind und der erste Kampf ist erledigt. Schau, so schnell geht's hin und wieder. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Okay. Sieg Nummer 1. Mario ist der Sieger. Chan, du musst härter trainieren. Sehr gut, ich gebe dir dies, Mario. Damit kriegt man eben so Karten, die kann man dann herzeigen. Gewisse Charaktere haben da gewisse Texte auch drauf. Ich glaube, das ist nicht so schadhaft. Und was ganz wichtig ist, ich glaube, man wird danach nicht geheilt nach einem Kampf. Und ja. Nun, Lee. Lee. Stan Lee, oder was? Gewiss, Sir. Okay. Und wie man vielleicht schon sehen kann, ich wette, eine Technik für diese hast du noch nie zuvor gesehen. Ja, es funktioniert nämlich wie ein kleiner Dupligeist. Der ganze Kumbario? What the shit? Das Lee in seiner Verkleidung als ich. Seine Max KP sind 20. Sieht welches so aus? Niemals. Er will Kopfnuss und Scanner einsetzen. Er fügt über meine Fähigkeit. Okay. Sehe ich viel besser und flotter aus. Ja, ich glaube, du bist sogar stärker, Gumbario. Also, tatsächlich. Aber, naja, nach zwei Runden sollte dieser Kollege auch tot sein. Ich hoffe nur, dass ich das jetzt ordentlich blocken kann. Ah, das zweite. Jetzt mal das zweite. Na gut. Weil, er ist down. Okay, na, das war auch easy. Nur weiß sind sie ja sehr easy. Und ja, keine Sternenpunkte, leider, aber das hilft ja nichts. Mario ist der Sieger. Ja, Mondkarte, nice. Ja, trainieren, warum nicht? Trainieren wir nochmal. Sehr schön, es wird Zeit, gegen den Meister anzutreten. Oh, okay. Mit eigener Battle-Musik. Nice. Möge der Kampf beginnen. Na gut, dann würde ich sagen, scannen wir mal den Meister. Das ist der Meister. Ihm gehört das Dojo. Und er ist der stärkste Kämpfer hier. Mit Ausnahme von dir, Mario. Aber das ist okay. Max KP 50, Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Na, er könnte stark sein. Könnte. Aber mit 50 und 6, glaube ich, hat er jetzt nicht so viele Chancen. Ich werde mal, ja, ausnahmsweise All Out gehen. Also Sprung plus plus. Und dann Power Hüpfer. Also so richtig. Oh ja! Au! Spinnst du? Einfach da 5 Schaden anrichten, ist ja eine Frechheit. Das kriegst du nicht. Boom! Na, ja, nein, das hat schon gut Schaden gemacht. Ausgezeichnete Technik. Danke, danke.
Das wirst du nicht mehr langsam können, weil... Ja, eine Runde noch. Du bist ein Naturtalent. Ja, war das jetzt für den Gumbaro gedacht oder für mich? Ich weiß nicht. Mir egal. Auf jeden Fall, ja, wenn ich jetzt nicht verfehle... Sehr gut. Schaut so aus, als wäre er tot. Weil mit 1 KP, ich brauche jetzt nicht einmal irgendwas machen. Das ist die Frechheit. Und down ist er. Ja, war auch easy. Nice. Gut gemacht, Mario. Und Gumbario. Jetzt verstehe ich, warum du so berühmt bist, Mario. Du bist ein meisterlicher Kämpfer. Sehr gut, ein würdiger Gegner. Ich gebe dir dies. Damit kriegt man die Sonnenkarte. Und ja, man darf wieder trainieren, aber der nächste Kampf kann ein bisschen schwierig werden. Also werde ich jetzt heilen gehen. Also, ja. Ich karte mal. Bis gleich. So, wieder zurück im Dojo und bereit für den nächsten Kampf. Ah, willkommen. Ja, ich möchte es nochmal versuchen. Ich werde nochmals gegen dich kämpfen. Aber ich werde es dir bestimmt nicht leicht machen. Du musst dich voll konzentrieren, wenn du gegen mich bestehen willst. Okay. Mehr nicht. Nur einfach nur nochmal. Okay. Möge der Kampf beginnen. Wow. Mario, jetzt wirst du fallen. What the shit? Er schwebt? What the heck? Der Meister in Super Saiyan Form? What the heck? Imerika hat das Dojo. Ja, den Text haben wir schon. 75 KP, Angriffskraft 8. Ab dem Zeitpunkt sollte man überlegen, ob er nicht wirklich gefährlich ist oder so. Er beherrscht sowohl herkömmliche als auch fortgeschrittene Angriffstechnik. Konzentriere dich, Mario. Der Kerl versteht keinen Spaß. Okay, Gumbario, ich werde darauf achten. Aber weil er so viel KP hat, werde ich diesmal die Sprung-Plus-Plus-Technik anwenden. In der Hoffnung, dass ich den relativ schnell vernichten kann. Ah, ich habe nicht geblockt. Das war eine heftige Attacke. Okay, kleiner Umsprung-Plus-Plus. Wie oft muss ich das dort aus den Töten kommen? Das ist eine gute Frage. Apropos, Gumbario. Weißt du was? Mach du das auch. Also Vollgas Attack Power. Oh, ich hab's da blockt. Nice. Endlich haben wir mal das Timing herausgefunden. Wie oft habe ich schon Sprung Plus Plus gemacht? Ah, weißt du was? Ich versuche ihn töten. Schauen wir mal, wie viel Schaden ich anrichte. Oh, das ist halt recht dezent. Ah, das letzte Mal verfeilt, aber das ist okay. Nettes Manöver. Ja, danke, danke. Schauen wir mal. Ja, die nächste Attacke töte. Verliere nicht die Konzentration. Ich habe noch gar nicht damit begonnen, richtig zuzuschlagen. Echt? Naja, aber ich habe jetzt dein Timing gelernt, also... Sorry, Meister, ich glaube, du bist tot. Ja, na, war cool, easy Kampf. Das war ein guter Kampf. Sehr gut, ich gebe dir dies. Die Sternenkarte. Die Sache ist die, ich bin mir eben gerade nicht sicher, ob noch ein Kampf da ist, aber das werden wir jetzt gleich herausfinden, je nachdem, wohin der Cut jetzt geht. Also, bis gleich. So, wieder zurück im Dojo. Schauen wir mal, ob er noch einen Kampf hat. Ich werde ein letztes Mal gegen dich kämpfen, doch diesmal kenne ich keine Zurückhaltung mehr. Bist du bereit? Okay, keine Zurückhaltung? Moment, gestern Super Saiyan 2 oder was? Möge der Kampf beginnen. Wow. Ah, sieh meine Wut, Mario. What the shit? Er ist wirklich Super Saiyan 2. Oh Gott. Das ist der Meister. Ihm gehört das Dojo. Ja, den Text kennen wir schon, Gumbario. Fuck. Nein. Wow. Und Verteidigung 1. Angriffskraft 10. Er beherrscht sicher ein paar Techniken, von denen ich noch nie gehört habe. Gnade dürfen wir von ihm nicht erwarten. Also stürzen wir uns in den Kampf. Übrigens, wenn man da stirbt, dann ist das trotzdem ein Game Over. Also stirb nicht und speichere vorher. Ihr habt es auch gemacht. Sehr wichtig. Und stirb nicht.
Ah, shit. Zwan. Wow! What the fuck? What was that? What the fuck? Ja, er wollte mich töten, sowieso, shit. Gott. Ups, was haben wir jetzt noch? Multikopfnuss? Wollte jetzt nicht. Ich wollte aufladen. Na ja, gut. Bisschen Schaden zufügen. Ah, das ist nur mal das. Ah, ich hab Blocks noch nicht. Das ist eine Frechheit. Okay, Zeit zum Heilen. Ein Himmelskuss. Weil, ja, ich hätte vielleicht ein paar stärkere Heilungs-Items mitnehmen sollen. Aber ja, schauen wir mal. Wird schon funktionieren. Irgendwie. Wir haben den letzten Boss auch irgendwie vernichtet. Also, ja, schauen wir mal. Jetzt, okay. Gumbaras Angriffskraft wird gestärkt. Jetzt macht er meine normale Attacke. Die, was ich blocken kann. Nice. Und Sprung plus plus, ne? Ich hoffe ja nur, dass mein... wie nennt man das? Meine Sternenkraft nicht ausgeht, bevor er tot ist. Ah, sehr gut. Eine normale Attacke. Auf diesmal Kuft. Ja, ich überlebe. Ich überlebe die starke Attacke. Falls das der stärkste war. Ich hoffe's. Na, Powerhüpfer, ich glaube, es wird Zeit. Weil meine BP gingen mir auch aus. Das ist ein großes Problem. Und das war sogar perfekt. Für jemanden, der aussieht wie ein Klempner, verfügst über große Stärke. Okay, wenn du das sagst, Meister. Okay, ich glaube, das geht sich aus. Jetzt ist es dann. Oh shit. Macht er jetzt eine super Attacke? Oh, die zweite ist gerade blockt. Aber meine KP sind nur noch bei 3, was ein großes Problem ist, deswegen heilen. Vielleicht hätte ich vorher Auszeit. Die Angriffsstärke minus beim Gegner auch machen sollen. Naja, egal. Jetzt ist es auch wieder egal, weil ich glaube, ich kann ihn töten. Und wenn nicht, dann bin ich ziemlich in der Nähe. Shit, die haben verfehlt. Keine Gnade mehr zu zeigen. Ja, Mario, verstehe dies, wenn du kannst. Oh, oh. Wow, what the fuck? Ich habe jetzt nichts blockt. 4, 3, 6. Das sind 13. Oh Gott. Ich muss heilen. Ich muss heilen. Okay, Zeit für eine Erfrischung. Ach Gott. Ja, die Kämpfe sind schwierig. Besonders der letzte. Gut, dass das der letzte ist. Weil viel mehr Bock ich nicht, gell? Das Problem. Okay, einmal die Kopfnuss und er sollte gut genug geschwächt sein. Oh, Doppelblock. Nice. Kann ihn töten. 8 und... Na, kann ich nicht. Ich könnte aber auch drauf ankommen lassen. Was haben wir für Items? Das muss ich nachschauen. Oh, nicht viele. Ja, einen Superpilz muss ich wohl einsetzen. Hilft ja nichts. Okay, 10 HP mehr. Gumbari macht eine normale Kopfnuss und... Jetzt ist er im Todesbereich. Ah, fuck. Okay. Ich habe ihn aber genügend geschwächt. Das reicht. Powerhüpfer. Oh, das war sogar perfekt. Aber mit 1 KP kann er mich nicht mehr töten. Well. Das zieht schon mehr. Nice. Ah, oh, ich habe Super Saiyan Tour Meister besiegt. Yay! Edler Mario, du hast mich übertrumpft. Mich, den Meister, den stärksten aller Kämpfer. Ja, vielleicht bin ich der stärkste Kämpfer. Könnte auch möglich sein.
und damit kriegt man das Diplom. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was es bringt, aber ihr wisst schon, für Zwecke habe ich es mal mitgenommen und so. Und ja, ich gehe jetzt mal heilen, speichern, ganz wichtig. Und naja, die nächste Aufgabe, die für heute gedacht ist, ist ja der Cooper Code. Gott dang it. Ich freue mich schon überhaupt nicht auf den, weil das sind im Prinzip ein Haufen Fetch Quests, aber ich cutte mal darüber zu dem Typen. Also, würde ich sagen, schlaf gut und bis gleich. Und damit würde ich sagen, willkommen im Cooperheim. Und ja, diese Quests da, die sind ein bisschen, wie soll man sagen, ärgerlich. Hey Colorado, wie geht's? Alter Kumpel, nun bin ich wieder da. Hier ist es doch ganz nett. Abenteuer sind ja schön und gut, aber es ist nirgends schöner als zu Hause. Dann bleibt euch mal zur Abwechslung hier. Ich habe langsam die Nase voll, hier herumzusitzen, mir Sorgen zu machen und auf dich zu warten. Hm? Ja, natürlich. Nun, ehrlich zu sein, alte Schwede, brenne ich darauf, den nächsten verschollenen Palast im hohen Norden zu suchen. Da wo ich gerade war, ui. Aber was meine Frau nicht weiß, macht ihre Ohren nicht heiß. Alter Shit. Typ hat Sachen vor. Ah ja, da sind die Bomben. Liebhaber drinnen, die interessieren mich gerade nicht wirklich, denn da ist er. Gott dang it. Den haben wir übrigens auch im Kristallpalast gesehen, ist war echt lustig. Ich glaube, Dupligeist wollte sich als wen nochmal? Cooper verkleiden oder so? Ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall, du, Kollege. Oh, Mario, bist du das? Hast du dich dazu entschieden, einem alten Cooper einen Gefallen zu tun? Ja, oh, wie überaus freundlich von dir. Ich glaube, die jungen Leute von heute sind doch gar nicht so übel, wie man sagt. Nun, ja, nun denn, junger Freund, normalerweise bitte ich dir niemanden um einen Gefallen, aber... Seit einiger Zeit schlafe ich ziemlich schlecht. Ich hätte gerne ein Schäfchen, um ein wenig Schlaf zu finden. In Dothan sollte es einen Laden geben, in dem man welche verkauft. Wenn es dir nicht zu viel Stress bereitet, dann bitte ich dich, mir gleich eines zu besorgen. Ja, ist okay. Die Sache ist die. Das habe ich schon gewusst. Ich habe schon Schäfchen mit. Hehe. Da, hast du das Schäfchen. Bei den Sternen, du bist ein regelrechter Held, Mario. Endlich ein bisschen Ruhe und Frieden. Süße Träume, ich komme. nimm dies als kleines Dankeschön. Oh, nur keine falsche Bescheidenheit, junger Freund. Hier, nimm das. Eine Münze. Gott dang it. Aber die schaut derzeit ziemlich, wie soll man sagen, sinnfrei aus. Aber man kriegt auch andere Sachen, wie das hier. Ja, nur Mitglieder haben Zugriff, deshalb ist der Eingang gut versteckt, aber du findest ihn sicher. Wir haben ihn sogar schon gefunden. Und naja, das Spiel im Casino, wo sie als Geldquelle sozusagen hernehmen werde, weil ich weniger Kämpfe machen werde, weil ich nicht aufleveln will und so weiter. Und ja, scheffel ordentlich Kohle. In der Silberkarte. Okay, cool. Und ja, diese Quests, ich werde diese Quests ziemlich viel karten. Ich werde alle herzeigen, aber schauen wir mal. Weil ziemlich viel sind Fetch Quests. Ja, ich möchte noch hingefallen. Ja. Würdest du für mich nach Gumbafurt gehen und nach Gumpa, dem Großvater, suchen? Ja, was tun? Er hat noch ein Band, das ich ihm gelegen habe. Würdest du mich holen? Meinst du jetzt mit Band? Ein Videoband oder ein Band wie ein Schleifchen? Das Band, okay. Ja, zum Gumpa. Okay, ja. Opas müssen zusammenhalten, oder? Na gut, zum Glück gibt es einen Shortcut nach Gumbafurt. Also werde ich diesmal einen Corncut anstellen. Das ist nicht Gumbafurt. Ups. Manchmal täuscht man sich auch, wo was liegt. Ist in der Mitte, ist Ding, okay. Ja, na, ich muss mal merken, nämlich. Da ist Gumpa früh. Okay, Gumpa, wo bist du? Sind eigentlich geheime Blöcke? Hinter schaue ich gerade mit Watze um und ist relativ witzig. Okay, Gumpa. Sogar in unserer abgelegenen Zuhause hören wir die Geschichten über deine bemerkenswerten Taten.
Ja, ich mach weiter so, aber hast du das Band? Ja. Das Band, ja? Dieser alte Cooper, wie kann er sich nur Dinge merken, die schon so lange zurückliegen? Ah, okay. Eine Sekunde, ich gehe und hole es für dich. Okay. Das Band. Oh, er hat's versteckt. Hinterm Sessel. In der realen Welt nicht ein sehr gutes Versteck, aber ja. Schöne Grüße. Das Band. Ah. Echt cool. Das ist ja fast nur Oldschool-Videos. Ja, was ist da drauf? Oh nein, nein, tut mir leid. Ich befürchte, das kann ich dir nicht Aber es war auf jeden Fall großartig. Okay, warum konntest du das jetzt nicht verraten? Jetzt muss ich das Band anschauen in die Items. Geht das überhaupt? Unter wichtige Items wäre es Band. Na, da steht nicht, was drauf ist. Frechheit. Okay, dann auf zum McCooperlam, oder? Gott dang it. So viel herumgelaufen. Und ja, es gibt halt einige Quests von diesem McCooperlam und ich glaube, wir sind gerade bei... Ups, ich wollte gerade auf meine Notizen schauen. Bei der Nummer 1, 2, 3... Hallo, 1, 2, 3. Ach Gott, das erste, dritte. Und ich glaube, es gibt so 20 Gefallen, die man ihm machen können und so. Schnatternder Scheigeist! Hat sich Gumball beschwert? Na, okay. Münze. Okay, ja, mach mir noch einen Gefallen. Was gibt's denn heute? Nun, ein junger Freund, normal ich bitte, aber... Nach einer Tasse Cooper-Tee. Ja, okay. Ja, ja, ich verstehe schon. Die junge Omelette. Lustig. Na gut, auf jeden Fall braucht man dafür ein Cooperblatt. Ich hab glücklicherweise schon eines mit, aber normalerweise findet man diese in einem dieser Sträucher. Bin mir noch nicht mehr sicher welchen. Ah, da ist eins. Und das sollte man eben zu, wie nennt man die Dame nochmal? Omelette. Ja, genau. Bringen und ja, die kocht uns dann einen Tee. Also, ja, mache ich das mal. Okay, und da sind wir auch schon bei Omelette. Hi! Oh, Mario, hallöchen! Möchtest du, dass ich etwas für dich koche? Du hast ja schon weiße Haare, warum bist du jung? Ja, da, Cooperblatt, mach mal einen Tee, bitte. Na, das reicht. Nur das Cooperblatt. Oh, ich werde dir etwas ganz Fabelhaftes zaubern, Schätzchen. Einen Moment. Ja. Okay, tralalala. Ach, sie kocht ja so schön. Hier bitte, ist gar nicht so übel geworden. Hier bitte. Oh, und damit kriegt man einen Cooper-Tee. Nice. Und von 3 BP auf 7 BP ist auch nicht schlecht. Also, als Heilungs-Item, glaube ich, wäre das auch recht okay, denke ich mal. Auf jeden Fall, ja, jetzt wieder zurück zum McCooperlam. Und ja, vielleicht nehme ich noch ein paar Items auf. Schauen wir mal. Also. Und da sind wir wieder zurück. Ach Gott. Okay, da hast du einen Cooper-Tee. Ach. Große geifene Gulpos. Was sind Gulpos? Also diese Teile da in der letzten... Im letzten Chapter. Genau richtig, dieser Tee ist so eisgekühlt aus Oxiden heiß eingedicht. Hahaha. Wahres Vorbild. Und dadurch erhält man hin und wieder, also nach einer gewissen Anzahl, auch mal 3 Sternenteile, was auch nicht schlecht ist. Also, so hin und wieder. Und das ist, glaube ich, auch... gescriptet, also wann man diese bekommt. Also, ja, schauen wir mal. Der nächste. Schau mal, ich sehe schon einen seit langem den Wunsch, Luigis Autogramm zu ergattern. What? Ja, das ist mein Bruder, ja. Aber Bursche ist einfach spitze. Hast du ein schmales Springen gesehen? Man müsste ihn eigentlich R. Luigi nennen. What the heck? Warum nicht Mr. L. eigentlich? Okay, ich helfe dir, ja. Dann hast du auf zum Luigi. Ach, noch Cut.
Hey, Luigi, where are you? Ah, hello, how are you doing? Prinzessin Peach wird im Himmel über den Wolken festgehalten. Komm schon, Mario, du bist ein Held, Bruder, du musst sie retten. Ja, ich brauche aber Autogramm für den Kollegen. Ist gerade wichtiger. Ja, meintest, er will wirklich meine Unterschrift. Wow, cool, ich fühle mich so geschmeichelt. Ich glaube, ich bin wohl so eine Art Berühmtheit. Eine Sekunde bitte, ich schreibe es ihm sofort. Lalala. Okay, schreib. Ja, okay. Mein Autogramm. Überbringe mir Kupalem die besten Grüße von mir. Ah, das ist schön. Das gefällt mir. Okay, bye Luigi. Nice seeing you. Or not? Keine Ahnung. Und wieder mal zurück. Hallo, ich habe ein Autogramm für dich. Gott dang it. Hüpfende Hammerbrüder, du bist ein Zauberer. Aber ich habe jetzt schon so viele einzigartige Kostbarkeiten. Was bin ich doch für ein glücklicher Cooper. Nimm dies, ja. Eine Münze, yay. Okay. Ja, mach mir noch einen Gefallen, oder? Glaube ich, ja, den Dex kennen wir schon. Ich war hier im Dorf. Ich war hier im Dorf der Coopers Laden einkaufen. Im Coopers Laden? Ah, okay, ja. Deutsch. Mein Portemonnaie verloren haben. Würdest du es für mich suchen? Zwar ist mein Gedächtnis ein wenig porös, aber ich glaube, ich habe mit dem Kerl geredet, der immer Radio hört. Bin mir sicher, dass ich mein Geld zu diesem Zeitpunkt noch hatte. Als ich zum Hause war, war es weg. Ich hyperventiliere schon, ich muss es finden. Versprich mir, dass du mir helfst. Okay, ich schau mal. Wo ist denn der mit dem Radio? Ich hab voll vergessen, wo der wohnt. Wahrscheinlich im vorherigen Screen, oder ne? Wo ist denn meine Notizen? Ich hab's vergessen. Ah, da ist der radiolosende Typ. Hi. Ah, ich liebe diesen Song. Erinnert er dich nicht auch an ein Tropenparadies? Lass dich traben, ja! Du hast kein Portemonnaie, oder? Zufälligerweise. Na? 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 Jetzt muss ich echt nachschauen. Wie mache ich das genommen schon? Er hat's noch gehabt, als es. Achso, dann wird's da liegen. Portemonnaie. Mein Gedächtnis. Diese ja Frechheit. Okay, wenigstens war dieser einfache Quest. Also, war zwar wieder so eine dumme Fetch-Quest, aber bitte, da hast du ein Portemonnaie in dir. Oh, beim Sternenhafen, du hast mich schon wieder gerettet, Mario. Du scheinst ein Gespür für verlorene Dinge zu haben. Ja, das passt schon. Danke für die Münze. Gott, dang it. Ja, ist okay. Aber wenn du die Zeit findest, na, die habe ich nicht. Ein saures Tonic, man bekommt es Fehlleben. Das ist mein Lieblingsgetränk, das zischt so richtig ins Hirn, in der Tat. Hol mal euch ein eisgekühltes, ich bin schon am Verdursten. Ja, zum Glück habe ich mitgedacht und wir haben uns mitgenommen. Haha. Beißende Piranhas. Was, beißende? Nicht beißende? What the shit? Mario, du bist ein Heiliger. Genau das wollte ich haben. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit und Großzügigkeit. Oh, nur keine falsche Bescheidenheit. Ja. Danke für die Münze, wie üblich. Ah, ihr konnten umbringen. Das ist ja Frechheit. Okay. Aber ich hörte es flüstern, dass am Sternstuppengipfel eine wunderschöne Wahrsagerin leben soll. Also, würdest du... Na, nicht nur Autogramm, bitte nicht. Ich möchte, dass du hergehst und... Na, ich bin zu schüchtern. Na, du bist nur zu faul. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich hoffe, ihr triggert dabei keine Katzen. Ah, wenn doch, dann wäre ich früh genug, da wieder mich melden. Also bis gleich. Oder so ähnlich. Ich hoffe. Ja, schon. Okay, und das haben wir da. Hallöchen. Übrigens, wenn wir schon da sind, bei dieser Dame kann man auch, naja, die Zukunft hervorsagen. Und, naja, da kann man auch herausfinden, wo die Sternensplitter sind, beziehungsweise Orden, beziehungsweise Superblöcke, wo es keinen Superblock mehr gibt, aber
Ja, in dem Fall würde der das Geld wieder zurückgeben, also ist das auch okay. Aber ich bin mir sicher, dass ich die Dienste nicht in Anspruch nehmen muss. Ich schnappe immer schön raus, weil ich schon da bin. Und dann bittet es mir um ein Autogramm. Und das muss man von der anderen Seite des Tisches machen. Ist ein wenig ein hier, um in die Zukunft zu blicken. Ja, nein, das möchte ich nicht. Ich brauche nur ein Autogramm. Ja. Das glaube ich nicht. Aber bist du sicher, dass du mit der richtigen Person sprichst? Ja, bin ich. Bist du sicher? Nun, das ist das erste Mal. Was soll ich tun? Ah, natürlich. Ich will ja nicht irgendwie zickig wirken, aber ich gebe dir mein Autogramm nur unter einer Bedingung. Und nur ein kleiner Gefallen. Ich möchte, dass du meine Zwillingsschwester besuchst und dir von ihr eine Kristallkugel geben lässt. Findest du in einer Seitenstraße im staubtrockenen Na, what the heck, im Ernst? Du musst zum Merle. Okay, ich wollte sowieso mal zum Merle zurückgehen, aber... Gott dang it, eine Fetch-Quest innerhalb einer Fetch-Quest. Shit. Okay, willkommen zurück hier im staubtrockenen Vorposten. Hey, Moment. Wo ist es? Okay, wenn wir schon da sind, dann werde ich das darauf nicht verzichten, also. Na, wo ist das Teil? Wahrscheinlich eher in der Seitengasse. Ich konnte es mir gut vorstellen. Vorstellen. Was rede ich denn heute? Na, ist nicht da? Wundert mich. Okay, hi du. Meine ältere Schwester, mehr lieblich, will sie denn... Oh, ich verstehe. Ach, sie an. So. Oho. Okay. Dann bring das bitte mehr lieblich. Okay. Danke für die Kristallkugel. Und ich bräuchte trotzdem nochmal deine Hilfe. Denn, naja, ich glaube, den großen Zauber will ich nochmal einsetzen. Also die Spezialmagie. Am besten die mit der höchsten Zahl. Okay. Zaubern wir mal. Ich werde noch ein Geld farmen gehen müssen. Sachen. Ich muss noch viel einkaufen gehen. Das weiß ich jetzt schon. Und ja, ich will nicht kämpfen, das Problem. Aber schauen wir mal. Ich bin mir sicher, von meiner Macht nehmen sich deine Gegner in Acht. Ja, ist okay. Bis dann und irgendwann. Okay, ich muss aber jetzt nur den Sternensplitter finden, weil das ärgert mich gerade. Wahrscheinlich ist er irgendwo da oben. Kann ich mir gut vorstellen. Oder da. Warum? Mal suchen. Da? Na? Da? Da ist. Okay, Sternensplitter. Nice. Okay, jetzt glaube ich, habe ich alles. Habe ich sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Na? Das heißt, wieder zurück zum Cooper-Code. Weißt du was? Diesmal cut noch nicht, weil das ist im Prinzip nur ein Hopser. Das ist das Gute. Und ja, wir sind eh schon da, also. Ja, für was cutten? Verstehe ich gerade nicht. Das war 2 Sekunden rauszukutten. Was sagst du, Söhnchen? Ah nein, shit. Ich muss ja zuerst noch zur zum Dings zurück. Gott dang it. Ah, da sind wir wieder. Hey du, ich hab dein Kristallkugel und ja, bitte gib mir ein Autogramm. Jetzt, sofort. Ah. Ja, das weiß ich zu schätzen. Und hier hast du mein Autogramm, wie versprochen. Eines Tages wird es sehr viel wert sein. Danke von mir. Mehr lieblich, das. Ja, na. I'm out. God dang it. Ach, Fetch Quest. It's a thing. Ja. Gott dang it, das hat viel zu lang gebraucht. Da, Autogramm von mehr lieblich, bitteschön. Gott dang it, wie lang war denn das? Ein schunkelnder Dschungel vor sich ist. Du bist einzigartig, Mario. Mein Wort darauf, unfassbar. Oh Mann, welch starke Handschrift. Halt still, mein Herz. Dies wird das Herz meiner Sammlung. Wenn es darum geht, das passt schon. Was ganz Besonderes. Und jetzt mal, wenn er das sagt, dann hast du was ganz Gutes, nämlich 3 Sternensplitter. Yay, okay. Es wird besser. Er gibt zumindest jetzt ordentliche Sachen her, teilweise. Und naja,
Das kann man erst, also die Quest kann man erst nach dem Chapter 2 erledigen, also Chapter 2. Und naja, alles danach kann man erst nach dem Chapter 3 machen. Also ja, schauen wir mal, was da jetzt kommt. Aber da, na, nicht zu Fuß. Hm, scheiße. Fetch Quest! Neueste Stadt. Oh, die Total News? Moment, mehr nicht? Vergiss ja nicht die Klatschspalten, ja. Ich dürste mich nach Wissen. Okay, dann gehen wir mal. Da. Okay, schauen wir uns mal die Klatschspalten hier an. Also, oh, das noch wäre was interessiert. Interessant. Total News. Biber-Sensation. Mario Meisters Kristallpalast. Yay, Mario besuchte die Biber-Region, nach den letzten Sternen zu suchen. Dabei entdeckte er den legendären Kristallpalast am Gipfel des Biberbergs. Man sagt, dieser Palast wurde errichtet, um den Sternen zu huldigen. Dennoch war er von Bowsers Gefolgschaft überrannt worden. Mario legte die Horden auf Eis und rettete den letzten Stern. Jetzt, da wieder alle hohen Sterne wieder vereint sind, befinden sie sich wieder auf dem Weg zum Sternschnuppengipfel. Es ist nun an der Zeit, Bowsers Festung einzunehmen. Viel Glück, Mario! So, und was steht da hinten? Sterne, ein Herz, ich kann auch. Ich liebe Kritzel, ein kleiner Toad. Kurzer Moment. Okay, schon wieder da. Meine Schwester hat eine kleine Computerfrage gehabt, ihr wisst schon. Ich sollte nicht so viel, so gut mit Computern gehen können. Das ist das Wichtige. Auf jeden Fall, wenn Quizmo, wenn ich da bin, dann, und ich die zufällig trifft, dann werde ich schon mal eine Frage beantworten. Schauen wir mal, was mir auf mich zukommt. Ich habe nämlich keine Ahnung. Oh fuck. Die Hose des Goomba-Königs war entweder rot und blau oder rot und was? Ich rate mal rot und blau. Aber ich bin mir nicht sicher. Scheiße. Shit! Okay, was war's dann? Blau? Rot? Hm. Nicht rot und blau. Okay, das merken wir uns für den nächsten Mal, wenn ich ihn triff, weil, ja, ist glaube ich, wichtig. Okay, wenn ich schon da bin, vielleicht ist ja das da, was ich suche. Ist nicht da. Ich suche nämlich eine gewisse Badge gerade und ja, da habe ich gerade einen Grund gesehen, wieso ich noch Geld farmen soll. Und ja, ich sollte nämlich noch was kochen für die Zukunft. Hi, Omelette. Ja, bitte koch für mich eine Gummnuss. Bitte. Nein, nein, das passt so. Und ja, diese Gummnüsse bekommt man eben in Goombafurt. In einem von diesen, wenn nicht mehr das, Bäumen, glaube ich, ist das versteckt. Und naja, ist ein ziemlich gutes Heilungs-Item für den Anfang. Also 10 BP einfach so. Herrlich. Geht super. Und den Nusskuchen werde ich später noch gebrauchen können. Gut, das sind gleich mitnehmen. Und ja, schauen wir wieder zurück zum Mekopalem. Habe ich jetzt eigentlich das Richtige gemacht? Ja, ich habe die Klatsch, Tratsch-Seite gelesen. Ihr wisst schon, das Ding da. Das hätte ich eigentlich das meiste auf dem Mekopalem so mündlich erklären können, ohne dass ich da News lese oder so ähnlich, aber hey, was soll's? Hi du, Susel Dussel, ja. Ah, ist gut, ein paar Einblicke. Ja, das passt. Aber jetzt bin ich wieder hin. Ja, ja, keine falsche Bescheidenheit. Das ist schön. Okay. Ja, ich hab da etwas. Aber ich bin in letzter Zeit ein wenig kränklich. Ich hätte gerne einen Lebenspilz. Oh. Du weißt schon, nur für den Notfall. Aha. Ich muss einen haben. Ich muss. Bitte finde einen für mich. Ah, du sollst natürlich in ausgewählten Frachtläden finden. Ja, das Glückliche ist, ich hab schon einen mit. Ich hab mitgedacht. Ja. Kriegt man in Buhus Menschen, also ihr wisst schon, da unten bei dem Shop. Ja. Ich glaube, der kostet 50? Na, 40. Ah, ansonsten kriegt man auch in der Eiswelt, also in Biber City. Also, ja. Oh, beim Schimmelpilz. Warum Schimmelpilz? Mario, du bist ein Engel. Ich fühle mich schon 10-mal besser und 20 Jahre jünger. Ah, vielleicht gehe ich ein wenig joggen. Na, ich meine Mittagsschläfchen. Ah, hier, nimm dies als Dankeschön. Ja, danke für die Münze. Ich habe zwar viele mehr Münzen für die ausgegeben, aber
Ja, was süß. Dafür kriegt man hier wieder eine neue Casino-Karte, also die Goldkarte. Zum Goldscheffeln. Nice. Okay, was ist die nächste Quest? Schauen wir mal. Aber ich verspüre einen plötzlichen Heißhunger auf einen von Omelettis leckeren Nusskuchen. Oh, habe ich nicht gerade erst vor, weiß ich nicht, 2 Minuten einen gekocht oder so? Ja, weiß ich ja. Wenn mein Gedächtnis richtig funktioniert und das Todes nicht immer, kannst du sie nahe einem Haus finden. Ich weiß nicht, ob dir das weiterhilft, aber du musst eine finden, damit Omelette den Kuchen backen kann. Ich bin schon ganz ausgehungert. Würdest du dich bitte beeilen, versprochen? Ja, ich hab da mal das Kuchen, hab ich schon. Ballernde Popbombs, das war, ja, ich bin dir echt was schuldig, Mario. Oh, das himmlisch. Ich bin ganz verrückt nach diesem Kuchen. Hier ein kleines Geschenk für dich. Yay, Münze. Shit. Ja, ich habe... ja, schau mal, was ist der nächste gefallen? Ich muss schon sagen, von dem an kommt ganz schön viel Lärm. Es ist viel zu laut. Du und Cooper, ihr seid doch Freunde. Ja. Nun, es ist dein Haus und es sollte seinen Gästen sagen, dass sie nicht so viel Lärm machen sollten. Ich kann bei dem Lärm nicht schlafen. Willst du mir bitte rübergehen und für meinen Namen beschweren? Oh, sag ihnen einfach, ich soll mal für 5 Minuten die Klappe halten. Ja. Okay. Okay. Ja, okay. Ich schau mal darüber. Coopers Haus ist es. Okay. Cooper, sprich ein Machtwort. Du. Bitte beeil dich, mir gib Pause den Rest, Mario. Sag, weißt du nicht zufällig, wann der Besitzer dieses Haus zurückkommt? Aber wir können ja jederzeit zur Festung zurückkehren. Schau. Da, nimm dir. Gott dang it. Hallo. Au! Spinnst du? Bitte beeil dich vom Klopfpause. Aha. Hopp am Bett. Schnauze, Schnauze! Die Nachbarn beschweren sich schon über einen Haufen Gewärme. Bombett, ich glaube, du musst am Wacht sprechen. Da hilft eher nichts mehr. Oh, Bombett! Schnauze, Schnauze, Schnauze! Die Nachbarn beschweren sich schon über den Lärm. Hör auf mit dem Gejammer! Oh, Bombett! Bist du jetzt wohl still? Es hat doch keinen Sinn, nicht meinen Namen zu rufen. Ich muss schon losziehen, um sehr wichtige Dinge zu erledigen. Ich habe genug um die Ohren, auch um ohne dein ständiges Herumscharwenzeln, oi. Außerdem bist du nicht mein Typ. Das habe ich dir doch schon gesagt. Also beruhige dich, bevor dir eine Sicherung durchknallt. Bombett, oh, nicht... Oh, jetzt ist sie böse. Es tut mir zwar leid für dich, aber du quasselst einfach zu viel. Sei einfach nur cool, sonst wird sie sich niemals für dich interessieren. Ich bin mir sicher, dass sie zu dir zurückkommen wird, wenn du nur... Es ist ruhig. Oh, nicht? Es ist ruhig! Es ist ruhig! Na, es ist ruhig. Schau, es ist ruhig. Es ist ruhig. Es ist ruhig! Okay. McCooperlem, hallo. Großgütiger Groove Guy, du bist ein Held, Mario. Erstaunlich beeindruckend. Jetzt kann ich endlich ins Land der Träume entschwinden. okay. Und damit kriegen wir wieder 3 Sternensplitter. Yay! Okay, ja, das war cool. Was ist das nächste? Schauen wir mal. Ups, jetzt habe ich den ersten Teil überlesen, aber für lange Zeit war ich genau wie du dann darüber, ganz klar, wie gesagt, das ist unnervig, trotz meiner. Endlich, ey, na, was war? Aus? Hat sich gedacht. Oh nein, ich muss wieder zurück nach Buhus Villa. Warum? Hörst du das nicht vorher gesagt, Kina, wie ich den Lebenspilz geholt habe? What the shit? Okay, in dem Fall, ja, auf nach Buhus Villa. Warum? Gott dang it. Ich glaube aber, dass dies nicht allzu, falsche Richtung, allzu lange dauern kann. Also werde ich mal diesmal keinen Cut machen. Weil, ja, Buhus Villa liegt eh gleich da in der Nähe. Also,
ist im Prinzip einen Warp-Röhrensprung entfernt oder so ähnlich. Kann man das so sagen? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, was? Was ist das? Ich nehm dir mal. Vielleicht ist hier da irgendwo ein geheimer Block. Vielleicht. Okay, welcher Buhu ist das eigentlich? Okay, zuerst suchen wir mal. Ah, da ist. Nice. Das war cool. Du, hast du? Solange Lady Buhu fort ist, ist unsere Pflicht, das Buhu-Slot zu erschrecken. Wie würde es denn aussehen, wenn die Buhus Wühler plötzlich nicht mehr spuckig wäre? Hey, was kann ich für dich tun? Ein Auftrag von Mekupolim schlecht für dich. Mekupolim ist dafür bekannt, ständig die Leute für sich inzuspannen. Jo, ich hab's gemerkt. Du machtest schick den Krog so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ah, früher musste er wegen seines Verhaltens die eine oder andere Rauferei austragen. Mit einer ziemlich heftigen Auseinandersetzung begann er viel zu reißen. Das ist ein Foto von uns, als er hier durchkam. In diesem bestellt dem alten Mekupolim schon eine Grüße von mir. Altes Foto. Ich würde es jetzt gerne in einer besseren Auflösung sehen. Ich wette nämlich, dass er ziemlich erschrocken ist. Das wäre schön. Okay, und wieder zurück bei dir. Hallo, altes Foto. Okay. Oh, Gramm, heimliche Klubbers, du bist großartig, Mario. Oh, die Tage, meine Jugend, sieht ja noch an wie so jung und lebendig. Und da war diese umwerfende, liebliche Leidenschaft. Unerträglich, so stelle ich keinen Blick zurück. Habe ich genug davon, nimm dieser Zeichen meine Dankbarkeit. Jojo, ich schicke Münze, danke. Ich werde mal schauen, was ist das nächste. Ich habe schon seit einer Ewigkeit nichts Ordentliches mehr gegessen. Schon wieder, ich muss wieder was kochen. Bitte. Omelettis Kuhpasta würde den Nagel genau auf den Kopf treffen. Kuhpasta, das habe ich noch nicht gemacht. Hörst du, wie mein Magen knurrt? Ich bin völlig ausgehungert, bitte beeile dich, lass mich nicht verhungern. Okay, für die Kuhpasta ist es sehr, sehr wichtig, dass man ein Kupferblatt hat und Pasta. Und die Pasta bekommt man eben in, wer heißt da drüben? Staubtrockene Ruinen, Wüste, Vorposten. Vorpost, das richtige Wort. Und ja, kaufen wir mal ein, weil das kostet wirklich nicht viel, die Pasta. Drei? Das ja. Lol. Der Lochi. Was? Ich nehme kleinen zweiten mit. Euch ist nur da noch was. Billig ist das Zeug schon. Ein Pilz um 3 ist schon billig. Finde ich. Aber ich glaube, ich brauche nicht mehr Pastas. Habe ich irgendwas vergessen, du? Ich glaube nicht. Ich schaue noch ganz kurz nach rechts. Ja, ich hab's mir gedacht. Hey, Kollege. Ich möchte es wieder versuchen. Es ist nicht rot und blau. Das habe ich mal gemerkt. Blau und weiß, rot und weiß. Blau und weiß, rot und weiß. Blau und weiß, rot und weiß. Ah, oh, korrekt. Okay, danke für den Sternsplitter. Okay, ich habe jetzt raten müssen, aber Sternsplitter ist Sternsplitter. Und wenn wir schon dabei sind. Wir haben jetzt 4 Fragen richtig beantwortet. Noch 60. Ja, ihr habt's richtig gehört. Das werden lange Folgen. Okay, Zeit zum Kochen. Au, Mario, hallöchen, möchtest du... Deutsch ist für... ich möchte, dass du die Trockenpasta gemeinsam mit einem Kupferblatt vermischt und mir daraus was ganz Schönes bastelst. Also was dabei rauskommt, bloß in deiner Kreativität übrig, aber bitte mach. Lalalalala. Und ja, wie man sich denken kann, kann man das erst nach Scheiß Dings machen, weil sonst haben wir leichte Probleme damit, das überhaupt zu machen, diese Kuhpasta, aber 7 KP, 7 BP ist recht dezent eigentlich. Und die Zutaten zu erhalten kostet, ein bisschen Gehzeit und 3 Münzen, also ja, ist das eigentlich ein recht dezentes Ding. Kuhpasta wolltest du, oder? Schau doch.
Plumps in den Paragummas. Du bist ein Mann der Tat, Mario. Das sieht ja köstlich aus. Niemand außer Omnity sollte diese Marze zubereiten dürfen. Sie hat die Rezeptur perfektioniert. Hier hast du ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja, danke für die Münze. Schon wieder. Ja, was ist denn diesmal da gefallen? Ich glaube, die jungen Leute, ja, den Text kennen wir schon. Ich fürchte, ich habe meine Brille verlegt. Na, du hast eine Brille? Echt? Du hast eine Brille? Ich hab die nie mit Brille gesehen. Sie muss mir irgendwo aus der Tasche gefallen sein. Ich habe den Kumpel in letzter Zeit nicht verlassen. Logischerweise muss sie irgendwo im Dorf sein. Würdest du bitte alles legen und stehen lassen und sie finden? Ja, aber doch dein Wort, oder? Okay, ich vermute mal, dass nicht im Haus ist. Also durchsuche ich mal alle Bäume und Sträucher. Dann befrage ich alle Leute. Ich glaube, das ist das Gescheiteste. Oder? Ja, vermutlich. No? No, habe ich nichts gefunden. Sehr ärgerlich. Wahrscheinlich ist dort. Na, dort? Na, das ist ein Kupferblatt. Ja, stört auch nicht. Kupferblatt ist ordentlich. Hey, wem quiz man? Hey, wie geht's? Mit dir rede ich gleich, sobald ich die Brille gefunden habe. Na, Kupferblatt. Brauche ich zwar nicht, aber was ist? Oh, ein What the fuck? Trockenpilz? Ah, oh, und eine Brille. Oh, eine Münze. Münzen brauche ich. Ja, okay. In dem Fall, Quiz-Time. Natürlich probieren wir's. Also, wie schwer kann doch denn die Frage sein? Frage, welche Option steht bei Marius im Kampf ganz links? Strategie. Links, oder? Ja. Yay! Korrekt! Okay, danke für den Sternsplitter. Oder so ähnlich. Ja. Okay, noch 59 Fragen. Yay. Oder so ähnlich. Ach Gott. Ich werde das so ganz nebenbei so, also wenn gerade der Cut so passend ist, dann werde ich diese Fragen beantworten. Und ansonsten wird das am Schluss sozusagen da sein. Und ich werde alle Fragen so nach der Reihe einblenden und ja, sozusagen im Schnellformat durch. Brille. Bimba des Beißblatt, du bist ein Meisterdetektiv. Meine Sehvermögen hat in den letzten Jahren stark nachgelassen. Ja, vermutlich. Jetzt kann ich endlich wieder problemlos Bücher lesen. Hast du nicht vorher von mir ein Videotape und ein Buch auch schon mal gekriegt oder so ähnlich? Wie hast du das gelesen? Oder gesehen? Ist der Beruf des Optikers nicht eine segensreiche Erfindung? Hier, ich gebe dir dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Eine Münze. Gott, der Engel. Ja, mach mir noch einen Gefallen. Was haben wir denn dieses Mal? In letzter Zeit fühle ich mich so müde und abgeschlafen. Vielleicht sollte ich etwas Saures essen. Und sagt, oh, Limette könnte mir helfen. Könntest du mir eine besorgen? Ja, die Sache ist, ich hab schon mit. Also, bitteschön. Weiß Stachel, du bist wirklich, bist du es wirklich echt, Mario? Irrsinn, Wahnsinn. Was für eine saure Limette, das gibt mir schon. Ja, danke. Oh, gib mir jetzt was Schönes her. Yay, 3 Sternsplitter. Okay, das hat sich erzählt, die Limette. Okay, was kommt denn als nächstes? Ich wette, das soll so ein Crazy Keks geben. Er soll absolut köstlich sein. Oh Gott, schon wieder kochen. Es muss zugeben, dass ich ein lecker Mann bin. Glaubst du, könntest mir etwas so etwas besorgen? Eine der Zutaten ist der Kupferblatt. Ich habe keine Ahnung, was man dazu noch dazu braucht. Ehrlich, ich brauche Süßigkeiten. Schnellstens habe ich dein Wort. Wenn es sein muss. Okay, was braucht man eigentlich noch? Ich glaube, ich weiß. Ich cut gleich dahin, wo man das besorgen kann. Nämlich findet man das hier in Shy Guys Toybox. Ja, wir sind wieder zurück in der fröhlichen Shy Guy. Oh shit. Money und da war der Anti-Guy. Jetzt glaube ich, würde ich ein bisschen besser gewappnet sein. Also für den Fall, dass man mal nicht besiegt hat. Ich glaube, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Und naja, hier findet man die zweite Zutat. Das hier. Komm her. Oh, wir wollten schlagen. Nämlich braucht man so eine Kuchenmischung und ja, die ist wichtig. Ist tatsächlich wichtig.
Und ja, deswegen muss ich jetzt ein paar Gegner vernichten. Sie geben mir keine Sternenpunkte, also ist vielleicht nicht einmal eine schlechte Idee, wenn man so Badges anhat, die was sowas verhindern, also solche sinnlosen Kämpfe eigentlich. Und ja, brauche ich nichts drucken. Okay, und ich muss nicht mal heilen. Ich würde gerade meine Standardtaktik verwenden, aber ich brauche sie ja nicht. Gott dang it. Okay, 0 Sternenpunkte, wir siegen. Ja, was soll's. Denn das wichtige Item ist eben diese Backmischung. Und so, ja, zweite Backmischung auch gleich mitnehmen. Wenn ich schon da bin. Ja, warum nicht? Du, komm her. Okay, Zeit zum Kochen. Ja, was kochen wir denn? Wir brauchen die Backmischung und das Kupferblatt für... Wer hat das Item gekostet? Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Und was ist der Effekt dieses Items? Jetzt bin ich interessiert schon wieder. Das ist ein Crazy Keks für Schlaf, Elektrisierung oder Transparenz. Stellt 5? What the heck? Oh, das kann gut sein, muss aber nicht gut sein. Stellt aber in jedem Fall 15 BP wieder her. Also im Kampf. Außerhalb des Kampfs und sogar sonst einfach fix 15 BP. Okay, ja, ist recht dezentes Item, glaube ich. Und ja, ich werde mal, ja, das zurückbringen. Okay, alter Mann, da hast du deinen Crazy Keks. Alberne Albino-Dinos. What the heck? Du bist Weltklasse, Mario. Was hast du da? Das Keks? Das Keks? Der Keks? Deutsch? Von dem jeder spricht, der Keks, das Keks. Der Keks? Der? What the heck? Ja, Deutsch, klär mir jemand bitte drüber auf. Ich glaube der Keks, weil das Keks klingt irgendwie komisch. Aber das Gebäck? Naja, egal. Wir sind doch nicht in Deutschkurs oder so ähnlich, nämlich bei Crazy Codes gefallen oder so. Ich habe nämlich einen Buhu als Freund, der in der windigen Schlucht lebt. Oh. Sollst du ein Paket von ihm abholen? Ja. Aha. Er schrieb mir einen Brief, in dem stand, dass er ein Paket für mich habe. Worauf wartest du? Ich meine, bitte. What the heck? Ja. Gott dang it. Warum mache ich das nochmal? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, windige Schlucht. Ja, wisst ihr was, diesmal mache ich wieder mal keinen Cut, weil ziemlich viel Cuts in letzter Zeit drinnen gehabt und hier und da einmal keine Cuts drinnen haben. Ich glaube, das ist manchmal nicht schlecht. Also, manchmal. Ihr wisst schon. Auf jeden Fall, die windige Schlucht ist halt das Gebiet da drüben. Wie ihr vielleicht wisst oder vielleicht euch nicht, keine Ahnung. Moment. In dem Fall werden noch etwas gesucht. Na wo? Oh. Eine sehr coole Musik. Das gefällt mir wieder. Ist da? Okay, da haben wir aber diese Gump! Shit. Das wollte ich so nicht. Ah, sie können eh keinen Schaden anrichten. Kann ich es eigentlich one-hitten? Das interessiert mich noch. Ja, im Prinzip schon. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ist nicht schlecht. Machen wir eine geschwinde Bauchlandung, weil wir es können. Selbst wenn er sie aufladet. Ja gut, dann kann er vielleicht Schaden anrichten. Er braucht nicht einmal was drücken, dieser Frechheit. Na gut, Sternenpunkte geben sie auch nicht mehr her, also. Ja, ist das glaube ich schon okay. Aber dafür geben es ordentlich Münzen her. Und manchmal auch Items. Was ich sehr cool finde. Wie diesen Trockenpilz. Okay. Aber ich möchte wirklich nicht kämpfen. Also, es war jetzt nicht mit Absicht, wie ihr vielleicht gesehen habt. Aber, hey. Aber wenn du einen ordentlichen Geist abgeben willst, musst du viel blecher werden. Sieh dir zum Beispiel mal mein Gesicht an. Zwar kostet es viel Zeit und Arbeit. Aber sieh doch, wie blech ich bin. Ja, ja, schon. Okay, das war nicht der richtige.
Hat der mein boshafter Freund einen seiner gruseligen Streiche gespielt? Es wäre eine Schande, wenn du den weiten Weg diesen Winter gekommen bist, ohne ihm auf den Leim gegangen zu sein. Lol. Oh, ist er das? Ja, das ist der Bruder, den ich gesucht habe. Wo habe ich bloß? Ich bin darauf nicht vorbereitet. Wo ist er denn nur? Ich gehe besser mal suchen. Würdest du wohl eine Sekunde warten? Ich habe es sicher gleich gefunden. Warum vertreibst du nicht Zeit, indem du ein bisschen herumwanderst? Wander? Okay. Er ist noch auf der Suche. Du bewegst ihn nicht einmal auf. Jetzt schon? Ich war kurz offscreen. Na? Okay. Dann gehen wir komplett offscreen. Schauen wir mal, ob das was hilft. Hallo? Ah, ja, jetzt hört es. Aber egal, bitte mich dem alten Kuppel eine schöne Grüße von mir. Und sei vorsichtig. Okay. Bringen wir das Paket zurück. Diesmal mit einem Cut. Okay, Hallöchen. Da, Paket. Wir für Sachen denn noch? Lauernde Lava-Piranhas. Mario, du bist der Größte. Ah ja, das Paket. Ja, ja. Und was ist da drinnen? Oh. Okay, nimm dies als kleines Dankeschön. Eine Münze. Ja, okay. Was ist denn das nächste? Leute reden ständig über namens etwas Kokosnuss. Oh Gott, na. Hab ich nicht einmal eine Kokosnuss gehabt? Ich glaube, ich hab's verkauft. Versehentlich. Hab ich's mit? Nein, ich hab's nicht mit. Hab ich's. Oder hab ich's gelagert? Jetzt muss ich echt nachschauen, was ich noch in meinem Lager so gelagert hab. Weil, das ist ärgerlich. Bin mir ziemlich sicher, dass ich mal einen Kokosnuss gehabt habe. Okay, sonst muss ich nämlich suchen nach einer Kokosnuss. Ah ja, da ist's. Gut, ich hab's noch. Okay, und die Kokosnuss kriegt man eben normalerweise auf Lava Lava Island. Und ja, da sucht man einfach ein paar Bäume ab, also indem man einfach mit dem großen, starken Hammer draufhaut und hin und wieder kommt dann auch eine Kokosnuss heraus und naja. Ich hab's halt schon glücklicherweise einmal geholt, also haben wir mir den Weg einmal gespart. Gut, dass ich daran gedacht hab, damals, wie ich noch da war. Aha, ein überlebensgroßer Held. Wie geht das, überlebensgroßer Held? Ah, wie knackt man das ihn? Ah, versuche ich später. Ich hab da einen Hammer mit, vielleicht hilft dir das. Na, okay, das sagt gar nicht. Sehr interessant. Ah, was für ein Glück, du kommst genau richtig, Junge. Ja, ja, ich mach schon. Gott, dang it. Ah, ich hätte einen gerne diese roten Tiegel, die man nur in der staubtrockenen Wüste bekommt. Was ist der rote Tiegel? Was? Und sagt man, käme einen, wenn man im Laden von staubtrockenen Vorbassen verschiedene Waren in einer bestimmten Reihenfolge kauft. Zuerst musst du einen Staubhammer, Trockenbuster, dann noch einen Staubhammer. Was? Das muss ich mal aufschreiben, weil Gott dang it. Staub. Okay. Hammer. Trockenpasta. Staubhammer. Okay. Und was noch? Und dann warte mal. Sekunde, ich habe noch etwas vergessen. Ah, nun, der Rest musste ich selbst. Ah, spinnst du eigentlich? Habe ich dein Wort? Ja, shit, teuer. Ja gut, müssen wir halt raten, oder? Gott dang it. Er hat uns echt die letzte Option freigelassen? Habe ich eigentlich nur Geld dafür. Normalerweise kostet die Szene zu viel, aber hey, schauen wir mal. Okay, Staubhammer kaufen. Trockenpasta kaufen. Staubhammer und das ist eigentlich ein sinnloses Item und wird gerne für sowas verwendet. Schauen wir mal. Sehr schön, danke. Ah, ja, ich habe richtig geraten. In einer antiken Schrift, okay. Nämlich den roten Tiegel. Oh, okay.
die antike Schrift. Lustig. Okay, ja, das war einfach. Gut, ich habe auch gut geraten, also. Props for me oder so ähnlich. Okay, ich glaube, das passt dann. Ja, cool. Roter Tigel habe ich mit. Er sollte zufrieden sein mit dem. Skifahrende Schallgeist, du bist ein richtiges Arbeitstier. Unglaublich, heraus. Aber ist ein wenig verdreckt. Ich werde ihn trotzdem in der Sammlung hinzufügen. Aber wenn es darum geht, an den alten Cooper so viele gefallen sind, du bist ein wahres Vorbild. Oh, etwas Besonderes, nämlich wieder 3 Sternsplitter. Yay, okay. Oh, dieser andere Text. Du bist ein guter Mensch, weil du einem alten Cooper so oft geholfen hast. Nun denn, Mario, ich muss dich noch einmal um den letzten Gefallen bitten. Na, scheiße. Wirklich? Bowser, der alte Schurke. Du musst den bösen König einfach mal alle mal besiegen. Die Kinder dieses Dorfes sollen wieder ruhig schlafen können und nicht vor Bowser fürchten müssen. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als den Frieden und dass andere Coopers wieder Hoffnung fassen können. Bitte hilf uns, Mario. Okay, das werde ich machen. Aber das wird in einer der nächsten Folgen passieren, weil ich bedanke mich damit bei euch fürs Zusehen. Das war, glaube ich, eine lange Folge. Ich bin mir eben sicher, wie lange, aber ich mache da jetzt einen Cut, weil ich hab genug. Wirklich. Scheiß, Gravy, Cooper, Kurt, mehr Cooperlein, ich bring die irgendwann um. Aber das diskutieren wir in einer nächsten Folge und wir sehen uns dann. Einfach beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und Gott dang it, ich muss mich verstecken. Flucht!